Hallo liebe Fußballfreunde, hier ist wieder euer Fritz Meloni. Ja, es geht zur Auslosung der Meisterliga 22/23 oder besser gesagt der Champions League, ja. Und ja, wir machen das mal im Schnelldurchlauf und dann schauen wir mal, zu welcher Gruppe wir gelost werden. Oh, 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 Hammergruppe, Hammergruppe, Mördergruppe, wie soll man es nennen? Ich nehme das mal hier als Aufhänger. Mördergruppe. Meisterliga. Ja, das ist natürlich ein Knaller, ne? Also Real Madrid, Paris Saint-Germain und Dynamo Kiew, die wollen wir auch nicht unterschätzen. Schalke ist auch in einer hammermäßigen Gruppe. Olympique Marseille, Manchester United und Valencia. Meine Güte, wen haben wir noch von deutschen Vertretern? Leverkusen, Benfica Lissabon, Moskau und Sunderland. Schon ein bisschen leichter. Und Freiburg, CF Barcelona, Sporting Lissabon und Petersburg. Boah. Also, das sind die Gruppen. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Der HSV hat sich noch einen guten Transfer eingeheimst, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nochmal irgendwo sehen kann, aber spätestens wenn wir gegen den HSV spielen, kann ich euch da nochmal was zu sagen. Hier sehen wir die Bundesliga-Top-Transfers. Einmal unser Donis Avdija ist der Transfer schlechthin. Dann haben wir Khedira, ist jetzt beim FC Bayern München. Papadopoulos auch. Also der FC Bayern München hat sich da nochmal gut verstärkt. Und Schalke wurde natürlich dementsprechend geschwächt. Dann haben wir natürlich den Transfer von Julian Draxler von Barcelona nach Schalke zurück. Da haben die Schalker gleich reinvestiert. Erik Lamela, jetzt Bayer Leverkusen, der war ablösefrei. Pflücke, jetzt neu in Dortmund. Und Liebmann, Lanin und Kokorin sind die weiteren Top-Transfers hier. Also wir sind wenigstens mit einem Top-Transfer dabei und es freut mich natürlich auch, dass ihr das genauso seht wie ich. Hier haben wir jetzt nochmal so einen Hinweis, da kann man mal sehen, wo das große Geld sitzt. Real Madrid hat 67,25 Millionen für neue Spieler in der Sommerpause ausgegeben. Das ist natürlich schon, boah, das ist schon ein dickes Ding, ne? Manchester United 55,5 Millionen. Wir liegen am Platz 13 mit 25 Millionen. Dortmund noch vor uns mit 27,25. Und Bayern München mit 38,25. Also Gott sei Dank können wir so ein bisschen mitteilen. Aber wir sehen auch der HSV, der Aufsteiger in die neue Saison, hat immerhin noch 20,5 Millionen investiert. Das ist natürlich nicht schlecht. Also wir sehen, die Top-Clubs haben wieder mal richtig Geld ausgegeben. Wir gehören ja nun mittlerweile auch zu den Top-Clubs und mit 25 Millionen, denke ich, war das eine gute kaufmännische Aktion, die wir da gestartet haben. Ja, liebe Fußballfreunde, zweiter Spieltag, heute gegen Wolfsburg in Wolfsburg. Wir müssen also auswärts fahren und ich stelle euch jetzt gleich erstmal die Mannschaft vor und dann schauen wir mal, wie stark die Wolfsburger ausgerichtet sind. Eine Mannschaft, die ja in den letzten Jahren nicht das abrufen konnte, was sie eigentlich abrufen könnte. Wäre übrigens auch mal ein Verein, wenn ich mal ein Angebot kriegen würde, was mich reizen würde, weil da ja finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, wie sie vielleicht in anderen Vereinen nicht unbedingt zur Verfügung stehen. Und da mal so eine gute, schlagkräftige Truppe aufzubauen, die vielleicht den Bayern Paroli bieten kann. Aber jetzt bin ich erstmal bei der Hansa Kogge, schon über 10 Jahre mittlerweile und freue mich tierisch, dass ich das euch präsentieren darf. Okay, zweites Topspiel ist Leverkusen gegen Stuttgart. Das ist gleich mal so eine Nagelprobe für beide Vereine.
um zu sehen, wie stark sind sie denn. Und Frankfurt gegen Bremen, der 11. gegen den 3. Jerome Boateng, 400 Ligaspiele schon. Bin mal gespannt, was er dort noch leisten kann. So, und da sind wir bei der Aufstellung. Ja, wir haben in den letzten Tagen ja immer wieder drüber gesprochen. Patrick Weihrauch, was ist mit ihm los? Ich weiß es nicht genau. Ich werde jetzt mal schnell mit allen Spielern sprechen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich. Ich habe mal so ein paar Transfergeschichten angepasst wieder und so ein bisschen auch in die Zukunft dabei gedacht. Denn einige Spieler sind jetzt vom Marktwert her nicht so berauschend gewesen, aber ich denke, dass sie dann in der nahen Zukunft, wenn sie jetzt Champions League spielen etc. pp., dann noch richtig nach oben gehen. Zum Beispiel so einer wie Boswick Jackson, ja, der ist jetzt mit 25 Jahren in einem Top-Alter. Das habe ich mal angehoben alles. Und ja, habe natürlich mit den Spielern gesprochen, habe mal ein bisschen die Trainingswerte eingestellt etc. pp. So, jetzt gehen wir ins nächste Spiel. Reno hat sich hier natürlich ins Team reingespielt und ich denke mir mal, der kann heute auch mal direkt von Anfang an auflaufen. Ihr werdet mich fragen, ja, warum Patrick Weihrauch nicht mal rausnehmen? Ich denke, er braucht jetzt Spiele. Ich denke, er muss da jetzt weiterhin langsam rangeführt werden und dann schauen wir mal. Dann gucken wir uns den Gegner mal an. Das machen wir jetzt mal ein bisschen genau. Und zwar fangen wir da an mit dem Torwart. So, da haben wir Silvio Lung. Ist Nationalspieler in Rumänien. Und hat mittlerweile schon 39 Spiele absolviert. Mit 33 Jahren in einem guten Torwartalter. Und ja, mehr kann man da jetzt nicht zu sagen. Dann haben wir Jethro Williams, ebenfalls Nationalspieler, 43 Spiele, gute Werte, 28 Jahre, ist ein kleiner, wendiger, untriebiger linker Verteidiger, ja, kann aber auch auf der rechten Seite eingesetzt werden und auch im Mittelfeld. Dann haben wir Geoffrey Jolu oder Golu, hör mir auf. Auch Nationalspieler, holländischer Nationalspieler, 29 Spiele, 31 Jahre. Ich denke, der ist schon so ein bisschen in seinem Zenit vorangeschritten. Robin Knoche, Innenverteidiger, kann aber auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Ist ein Kämpfer, 30 Jahre alt, kein Nationalspieler. Hätte es aber auch mal, ich weiß gar nicht, war er mal Nationalspieler? Ich will nochmal gerade gucken. Nee, hat es nie geschafft. Ja, ein Spieler, der so ein bisschen an sich vorbei das nicht abrufen konnte. Und dann haben wir Uchida, 34 Jahre, ist Nationalspieler, japanischer Nationalspieler und hat auch schon ein Tor erzielt, viel Erfahrung, lange bei Schalke gespielt. Dann haben wir Ku, 33 Jahre, auch Nationalspieler, koreanischer Nationalspieler, 29 Spiele, dabei 10 Tore erzielt, ein erfahrener Mann, der im Mittelfeld eingesetzt werden kann, aber auch im offensiven Bereich im Mittelfeld. Sebastian Wildhaber ist jetzt ein jüngerer Spieler der Wolfsburger, noch kein Nationalspieler, defensives Mittelfeld, ist aber verletzungsanfällig, hat aber ganz gute Werte, vor allem hier im Bereich kurzer Pass. Dann haben wir Metin Gunay, 79 bei offensive Mittelfeldstärke, ist Nationalspieler, ist türkischer Nationalspieler, 16 Spiele, 0 Tore, ist aktuell im Team. Marco Reus braucht man nicht groß ansprechen, 82 Spiele, 7 Tore, ist deutscher Nationalspieler, mit 33 Jahren natürlich jetzt so langsam, langsam am Ende seiner Karriere, sage ich jetzt mal, aber nach wie vor für Wolfsburg ein absoluter Topmann. Dann haben wir Giuliano, der auch mit 32 Jahren nicht mehr der Jüngste ist. Ist nicht mehr im Team, war mal Nationalspieler, war mal brasilianischer Nationalspieler, ist aber nie so über die Reservistenrolle hinausgekommen. Ja. William Jose oder Jose ist im Team der brasilianischen Nationalmannschaft.
hat 5 Spiele keine Tore gemacht. Stürmer, ja, kann ich schlecht einschätzen. Er soll wohl der stärkste Stürmer sein bei Wolfsburg. Müssen wir mal gucken. Und ja, und das war's. Also das ist die Truppe, wo wir gegen antreten. Da müssen wir natürlich hier den Brasilianer vorne überwachen. Ja, was können wir jetzt aus der Analyse entnehmen? Ich würde mal sagen, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, dass doch viele Spieler so über die 30 sind. Nur ganz wenig junge Spieler. Also wird hier viel Erfahrung aufeinandertreffen. Wir haben ja das jüngste Team in der Bundesliga. Und bei uns ist eine gute Mischung. Und ich denke mir mal, viel wird heute davon abhängen, was Patrick Weihrauch schafft. Ja, drück mal ihm mal die Daumen. Aber mit Reno haben wir jetzt einen Mann, der sehr torgefährlich ist, dem ich heute mal von Anfang an die Chance einräume zu stürmen. Und mit Aftejai haben wir natürlich einen hervorragenden Mittelfeldspieler. Dann würde ich sagen, Freunde, die Karten sind gemischt. Viel Spaß, auf geht's. Herzlich willkommen da draußen, liebe Fußballfreunde. Hier läuft der deutsche Meister und Champions League-Sieger von der letzten Saison in Wolfsburg auf. Und es gibt gleich Gelb hier von Robin Knoche. Ja, der Name scheint Programm zu sein. Er geht mal gleich richtig auf die Knochen und insofern kriegt er hier zurecht. Gelb geht hier Reno hart an. Wollen wahrscheinlich schon ein Zeichen setzen in den ersten Minuten. Aber meine Mannschaft ist gut eingestellt. Ja, da war Reno schon gut in Position gelaufen. Der Pass kam direkt, aber dennoch war es abseits. Ich denke, Reno braucht noch so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, dass ich Reno aus der zweiten Mannschaft in die erste hochgeholt habe. Und bis jetzt macht er ja einen guten Eindruck. Poyampalo und Güfelsson sind nicht abgeschrieben, aber haben noch nicht so ihre Form gefunden. Genau wie natürlich der liebe Patrick Weihrauch. Aber der Patrick Weihrauch, der hat bei mir noch Vorzugsrechte. Alleine schon daher, weil er zweimal Torschützenkönig war und mit 40 Treffern ein mega, mega Ergebnis erzielt hat als Torjäger. Und wir brauchen seine Tore, da haben wir jahrelang von gelebt. Und ich hoffe, er findet bald zur alter Stärke zurück. Mit 28 Jahren gehört er jetzt noch nicht zum alten Eisen. Und Boswick Jackson, dem wünsche ich jetzt diese Saison eine gute Saison, eine verletzungsfreie Saison. Und Aftejai ist unser Taktgeber im Mittelfeld. Ja, ich wollte eigentlich Kevin Prince Boateng von Anfang an bringen in der Saison. Wollte Aftejai langsam reingewöhnen, aber Aftejai hat hier sofort, als er in das Team reinkam, das Zepter übernommen vom ersten Testspiel an, kann man sagen. Und dann auch gleich im DFB-Pokal und in den folgenden Supercup-Finale oder auch im internationalen Supercup. Na gut, hat er ein schwächeres Spiel gehabt, aber insgesamt ist er top. Und ich habe mit Kevin Prince gesprochen. Natürlich finde ich es toll, dass er sich noch ein Jahr zur Verfügung stellt. Und wir werden ihn mit Sicherheit auch brauchen. Ich war mir nicht sicher, ob Aftejai für den Europapokal schon freigeschaltet war, aber er ist es, so dass ich jetzt ihm die Rolle durchgehend in der Saison zugestehen kann. Und Kevin Prince wird dann kommen, sollte mal eine Verletzung passieren oder sollte mal er so außer Form geraten, der Dunis. Aber da macht er keinen, lässt da überhaupt keinen Verdacht aufkommen. Also ich würde eher sagen, das könnte eine Top-Saison von Dunis Aftejai sein, der ja schon mal eine super Saison bei uns gespielt hat, aber oder schon eine gute Zeit bei uns hat er jetzt, aber da ist Dunis Aftejai. Ja, Leute, muss ich noch mehr sagen? Nein, ne? Zweite Tor im Wettbewerb, er ist nicht nur ein toller Spielmacher, sondern er ist auch ein hervorragender Torschütze. Hier hat er mit viel Übersicht bewiesen, was für ein torgefährlicher Mittelfeldspieler er ist. Und er bringt uns erneut in Führung.
gegen Wolfsburger, die bis jetzt noch nicht viel gezeigt haben. Ich habe euch ja die Truppe vor dem Spiel genauer vorgestellt. Was ich übrigens jetzt auch demnächst immer mit allen Mannschaften machen werde. Ich denke, das ist jetzt doch ein Wandel, ein Umbruch in der Bundesliga. Es gibt viele neue Spieler und da muss man erstmal sich so ein bisschen mit auseinandersetzen. Ja, wenn Patrick Wahrer nicht mehr zu seiner Form finden sollte, dann müssen wir mal gucken, wie wir da weiter vorgehen werden. Ob wir da, ja, reagieren werden, aber es ist eigentlich kein Thema. Ich denke, er wird seine Tore machen. Er hatte schon mal solche Phasen und hat dennoch sehr, sehr wichtige Tore für uns erzielt. Und manchmal ist es ja so, dann treten andere in Erscheinung, so wie vielleicht an Reno. Oder vielleicht kommt ja Gifalson oder Poyampolo noch in Form. Poyampolo hat das ja auch schon bewiesen, dass er sehr torgefährlich sein kann. In der letzten Saison hat er auch sehr viele Tore erzielt. Jetzt gibt es aber Gelb für Daniel Heinze, der seit dem Weggang von De Vrij natürlich hier gesetzt ist und hervorragend spielt. Und Freistoß für Wolfsburg, die jetzt nochmal versuchen werden, vor eigenem Publikum heranzukommen. Aber Blachodimos ist hier ganz konzentriert, der ja mittlerweile in der Nationalmannschaft hinter Reimann die Nummer 2 ist. Also das ist schon toll, dass wir mit Marc Reimann einen Torwart für die Nationalmannschaft entwickelt haben, der jetzt Stammtorwart ist. Der Manuel Neuer ist ja weg. Ich weiß gar nicht, ob der noch spielt. Da müssten wir mal gucken. Oh, und da ist der Anschlusstreffer durch Metin Günay, der neue Mann in Wolfsburg. Schöner Schlenzer. Ja. So eine Meisterschaftssaison kann lang sein und schwer. Und wir müssen uns immer wieder mit Teams auseinandersetzen, die natürlich uns Paroli bieten wollen. Und das 1-0, die 1-0-Führung hat nicht lange angehalten, nicht lange gewährt und jetzt steht es 1-1. Wolfsburg hat jetzt nicht mit Hyperdruck gespielt hier, sondern es war einfach eine gute Aktion jetzt vom Spieler. Und wir haben mal einen Augenblick geschlafen. Bender, der bis jetzt auch gut in die Saison reingekommen ist. Da ist Reno. Schön in den Lauf von Schmitzkatz. Den müsste er sich eigentlich holen. Macht er auch. Kriegt auch die Flanke rein, aber nicht mehr kontrolliert genug, sodass die Wolfsburger den Ball erstmal abfangen können. Und da ist Patrick Wahrer auch. Schön hier auf Aftejai. Der verliert den Ball. Nochmal Neuaufbau über Borswick Jackson, aber nee. Da war nichts zu machen. Oh, jetzt wird ein gefährlicher Konter gesetzt hier. Ja, vertändelt von Wolfsburg. Ganz klar vertändelt. Ja, es kann auch sein, dass diese Saison ein, zwei Spieler neu ins Team oder vielleicht sogar drei neu ins Team reingearbeitet werden. Ich denke da an Ole auf der linken Verteidigungsposition. Ich denke da an Hans vielleicht in der defensiven Mittelfeldposition. Ich denke da an Reno vorne im Sturm. Und wir wollen die Mannschaft natürlich weiterhin verjüngen, aber der Umbruch soll langsam geschehen. Das wird jetzt kein Umbruch sein, wo wir in einer Saison 5, 6 Aktivposten neu besetzen werden mit jüngeren Spielern. Das nicht. Unser Ziel ist es ja, mit der zweiten Mannschaft Spieler aufzubauen, die dann irgendwann mal den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Das ist eigentlich unser Ziel. Natürlich wird auch mal so ein Königstransfer wie Aftejai mal dazwischen sein können, aber wir wollen natürlich auch die Gehaltsstruktur nicht zu sehr in die Höhe drücken, sondern wollen immer wieder jungen Spielern die Chance geben, sich bei uns einen Namen zu machen, vielleicht Nationalspieler zu werden. Und deswegen soll das ganz vorsichtig, ganz langsam geschehen. So, jetzt ist Halbzeit.
1:1, das muss natürlich besser werden. Da muss mehr Druck nach vorne gemacht werden. Das ist im Moment noch nicht das, was ich mir wünsche. Deswegen werde ich jetzt auch Haidar bringen. Wir werden den Druck ein bisschen jetzt versuchen zu erhöhen. Gebt euer Bestes, sage ich der Mannschaft. Und wir gehen jetzt mal, was den Einsatz betrifft, gehen wir jetzt mal an die Leistungsgrenze. Jo. Dann schauen wir mal. Da ist er. Ich traue ihm nach wie vor viel zu. Er ist 24 Jahre. Er ist auch mal in Braunschweig gewesen und hat dort ganz gute Ergebnisse erzielt. Er hat auch schon bei uns einige wichtige Tore erzielt. Und ist ein anderer Spielertyp wie Patrick Weihrauch. Das muss man ganz klar sagen. Er geht öfters weite Wege nach hinten und braucht dann das Spiel vor sich. Patrick Weihrauch kann eigentlich aus jeder Situation ein Tor machen. Aber ihr seht's, die Formkurve von Patrick Weihrauch ist immer noch, ja, nicht im Keller, aber ich frage mich, wo seine alte Gefährlichkeit geblieben ist. Bis jetzt haben wir noch keine Aktion vorne von ihm gesehen. Da ist er. Legt ab auf Aftijai. Aftijai geht in den Strafraum. Aber da hat Lund kein Problem mit. So, wir werden jetzt vielleicht noch eine weitere Auswechslung planen. Und zwar auf der rechten Verteidigerposition. Schauen wir mal. Ich glaube, da können wir eigentlich auch den Ronny Marco spielen lassen. Aber Benno Schmitz ist noch besser. Benno Schmitz. Und hier können wir jetzt tja. Ich nehme jetzt mal Dunis Aftijai auf rechts und versuche mal mit Nicham hier vorne zu agieren. Ich traue ihm diese Rolle zu, die Spielmacherrolle. Und ich traue auch Dunis zu, mal von außen zu kommen. Ja, was wir hier bei Wolfsburg merken, halt, es ist viel Erfahrung in der Mannschaft. Sie verschleppen so ein bisschen das Tempo, zwingen uns dazu, das Spiel langsamer werden zu lassen. Und jetzt kommen die Wechsel und dann hoffe ich, dass wir jetzt ein bisschen mehr Power nach vorne kriegen. Da ist Nicham. Jetzt in anderer Position. Da ist Nicham. Schön auf Weihrauch. Der legt nochmal zurück. Bender. Fehlpass. Das gibt jetzt den Wolfsburgern die Kontermöglichkeit. Über den Torschützen, über Giuliano. Aber der marschiert direkt in den 16er rein. Da haben wir Glück. Da war viel Tempo drin. Der hätte auch gefoult werden können. Das hätte Elfmeter geben können. Jetzt aber Ronny Marcos. Patrick, komm! Legt nochmal den Ball außen auf Aftijai. Aftijai gleich in die Mitte reingeflankt. War gut gedacht, aber die Flanke hätte ein bisschen weiterkommen müssen. Schön gemacht von Hannessen. Und jetzt Platz für Borswick auf außen. Weihrauch läuft in den freien Raum. Ah. Das Spiel wird jetzt ein bisschen offener auf beiden Seiten und das bringt uns natürlich mal ab und zu in Gefahr, hier einen Konter zu fangen. Und der war knapp, der war knapp.
Ronny Marcos im Laufduell. Hannessen. Marcos. Borswick. Bender. Und da ist Weihrauch! Ach, den macht er normalerweise. Im Schlaf macht er den normalerweise. Es ist zum Mäusemelken, ne? So, Wolfsburg wechselt ein. Perisic für Marco Reus. Da haben wir von Marco haben wir gar nicht viel gesehen, ne? Also auch nicht mehr die Gefährlichkeit vergangener Tage. Ist ja jetzt auch 33 hier in dem Let's Play. So, Bender. Der aber auch 33 ist, aber noch eine gute Leistung auf den Platz bringt. Borswick. Ronny Marcos verzettelt sich. Schöner Absatzkick auf Borswick. Und jetzt die Flanke von außen. Weihrauch. Oh, hoffentlich hat er sich da nicht verletzt, der Patrick. Gefolzson. Ja, wie gesagt, geht weite Wege nach hinten. So, wir wollen nochmal gucken, ob wir nochmal jemanden bringen können. Ja, Weihrauch hat sich ein bisschen verletzt dabei, aber... De Borswick. Also bringen wir mal Julian Neu. Auf links. Unsere letzte Option, einen einzuwechseln, ist damit vergeben. Jose hier, oh, das wird gefährlich, das wird gefährlich, das wird gefährlich. Aber abgewandt. Blachodimos ist auf dem Posten. So, jetzt Konterchance, Weihrauch. Nietzscham. Weihrauch. Oh, schöner Pass auf außen auf Borswick Jackson, der gleich rauskommt. Macht er da noch was Schönes raus. Jetzt die Flanke rein. Und ich weiß nicht, wer das war, ob das Aftejai war oder die Chance nicht genutzt, kläglich. So, da ist der neue Mann, Julian Neu. Aber Borswick hat gut gespielt, muss ich sagen. Viel Druck nach vorne, immer wieder Flanken über außen. Ich hoffe, da macht Julian jetzt weiter mit frischem Elan. Und ich hoffe, dass Patrick noch eine Chance kriegt, Patrick Weihrauch. Da ist er. Nietzscham, Güfalzson, löst sich, Güfalzson! Ach, und da stand Patrick Weihrauch ganz in der Nähe, hätte abstauben können, aber sie haben ihn zugedeckt, sie wissen natürlich, wie gefährlich er sein kann. Da ist er wieder. Güfalzson sieht außen, Julian Neu, den müsste er machen, nein. Bender hat den Ball nochmal. Und das ist abseits. Schade. Ja, die Chancen häufen sich für uns, aber wir vergeben auch kläglich die Chancen. Kirchhoff kommt rein. Nietzsche nochmal mit einem Pass hier in den freien Raum. Güfelsson läuft da rein. Die Flanke kommt hoch. Patrick Weihrauch kommt nicht dran. Jonathan Tah. Oh, schöner Pass hier, aber das ist abseits. Wir versuchen alles, aber am Ende, glaube ich, müssen wir mit dem 1:1 zufrieden sein. Die Wolfsburger Truppe ist eine clevere Truppe. Hat, wie gesagt, ein, zwei junge, talentierte Spieler. Einer davon hat heute ein Tor gemacht. Deswegen steht es jetzt unentschieden. Schöne Einzelleistung gewesen. Jetzt aber Perisic von Wolfsburg. Und das gibt eine gelbe Karte. Aftejai. Kann froh sein, dass er hier nicht mehr kriegt. War nicht schön gemacht von ihm. Ist noch ein bisschen ungestüm. Hier sehen wir es. Ja, darf er nicht machen. So, den kennen wir, glaube ich. Idai ist im Moment der erfolgreichste Torschütze der ganzen deutschen Bundesliga. War schon, glaube ich, zweimal Torschützenkönig. Und da läuft der andere, der zweimal Torschützenkönig war, nämlich Patrick Weihrauch. Verzettelt sich hier. Ich glaube, es gibt Freistoß gegen uns. Ja. Ja, da war Weihrauch ein bisschen zu hastig, ein bisschen zu ungestüm. Julian Neu. Marcos. Nietzscham, Fehlpass von ihm. Das muss besser werden, Nietzscham. Oh, jetzt die Wolfsburger nochmal mit Idiai. Gefährlicher Mann, wie gesagt. Auch wenn er jetzt schon älter ist, aber
Der weiß, wie man Tore schießt. Nijan. Oh, jetzt schön gespielt. Dunis Avdijaj. Der kann noch was. Schade, 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 schade. Schade, schade, schade. Und die Wolfsburger nochmal. Die hängen sich wirklich in die Zweikämpfe rein. Also sie geben nicht auf. Perisic. Jetzt muss, glaube ich, Dunis Avdijaj gehen, ne? Oder was ist da jetzt los? Nee. Glück gehabt. Phew. So, die offizielle Spielzeit ist rum. 2 Minuten haben die Assistenten angezeigt. Reicht's nochmal für einen Konter? Gufalsson. Dunis, komm, du kannst das doch. Du kannst die Linie entlang. Ja, er spielt zurück. Er traut sich nicht mehr. Er traut sich nicht mehr. Vielleicht auch nicht mehr die Kraft dafür. Nochmal Avdijaj. Wird gefault. Schiri gibt nochmal den Freistoß. Perisic hier, der Übeltäter. Aber ich denke, da reicht die Zeit nicht mehr für aus. Nee. Nee, 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 nee. Weihrauch nochmal. Weihrauch! Och, da war er nochmal! Da war er nochmal, die alte Gefährlichkeit von Patrick. Gufalsson. Gufalsson! Und schießt hier am kurzen Pfosten vorbei. Das war's, denke ich mir. Es bleibt beim 1:1. Aber da war nochmal die alte Stärke von Patrick Weihrauch. Er hat auch ein bisschen Pech in den letzten Tagen, muss ich sagen. Okay, wir sehen uns gleich beim Nachbericht. So, hier sind wir beim Nachbericht. Bester Spieler war Jonathan Tah. Ronny Maros hat noch eine gute Leistung abgerufen. Ja, und die anderen waren dann mehr so Durchschnitt. Aber unser Sturm vorne mit Reno und mit Weihrauch war natürlich nur ausreichend, würde man jetzt mit Schulnoten sagen. Und Gufalsson hat das hier auch nicht gebracht. Also wir haben im Moment so ein bisschen ein Sturmproblem. Schauen wir mal die Ergebnisse der anderen Mannschaften. Bayern München, das ist eine Überraschung, verliert 1:2 gegen die TSG Hoffenheim. Bayern München hier in der Anfangszeit, jetzt nach 2 Spielen, läuft nicht gut, muss man wirklich sagen. 0 Punkte, das läuft nicht gut. Eintracht Frankfurt verliert gegen Werder Bremen 0:2. Düsseldorf verliert 0:3 gegen Schalke. Die Schalker werden sehr stark diese Saison sein, denke ich mir. Hannover verliert 0:3 gegen die Streichtruppe 0:3. Mainz 05, da habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft, verliert 0:2 gegen Nürnberg. Und der HSV, der sich jetzt so gut verstärkt hat eigentlich, verliert 2:1 gegen Gladbach. Leverkusen verliert 1:2 gegen Stuttgart. Aha, ist das ein Fingerzeig? Und Dortmund gewinnt 2:1 gegen Braunschweig und unser Spiel habt ihr ja gesehen. In der Tabelle Stuttgart jetzt nach 2 Spieltagen weiterhin Tabellenführer. Von 3 auf 2 ist jetzt Bremen hochgegangen und von 5 auf 3 Nürnberg. Das sind natürlich alles noch keine richtigen Tendenzen, die wir hier erkennen können, aber wir sehen schon mal so ein bisschen, wie etablierte Mannschaften, ob die jetzt einen guten Start erwischen oder nicht. Bayern München kann man sagen, Frankfurt bis jetzt ein Grottenstart, Hannover auch. Bei den anderen, wie Schalke und so, war jetzt noch nicht so das Beste. Dortmund hat mit 6 Punkten aber hier volle Punktzahl erreicht. Gladbach, Hoffenheim, Nürnberg, Bremen und Stuttgart sind im Moment da mit 6 Punkten gleich auf. Spieltag, Statistik. Tja, haben wir leider diesmal keinen Spieler drin. Teamleistung war dann wohl nur so mehr Durchschnitt. Und beste Spieler haben wir mit Dunis Avdijaj. Jetzt ein Mann, der Mittelfeldspieler ist und aber hier in der Torjägerliste weit oben ist. Auch interessant zu sehen. Nächster Gegner ist dann Gladbach und da haben wir schon den besten Torschützen Kachunga. Das wird spannend sein. Das wird ein interessantes Spiel werden. Und für uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt hier mal nach vorne kommen. Website, das ist hier der neue Transfer. Rechter Verteidiger, kann aber auch rechtes Mittelfeld spielen oder links. Gregor Lüth, Holländer seines Zeichen, Nationalspieler, also da haben sie einen guten Mann geholt, 26 Jahre, der bringt auch schon Erfahrung mit. Aber torgefährlich ist er jetzt nicht, ne?
Guardiola zählt seine Stars an. Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob da im Trainerkarussell irgendwas angezeigt wird. Oh. Bram Vermeulen wurde nach seinem Platzverweis nach einer Zehnte für 5 Spiele. Nee. Das mache ich schon mal aus Prinzip nicht. Ja, Freunde, dann sind wir erstmal durch für heute. Ja, leider unser Patrick Weihrauch immer noch nicht. Hier die Reserve hat verloren. 0:3 gegen Jan Regensburg. Das ärgert mich. Bester Spieler war Zachi Fagan. Das ist auch mal jemand, der durchaus interessant werden könnte. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Vertragsverhandlungen demnächst anstreben. Und dann sage ich erstmal Tschüss. Ach, hier haben wir noch Christoph Holste. Ist jetzt im Team. Nächstes Jahr. Gut. Ich sage erstmal Dankeschön bis hierhin. Verabschiede mich von euch. Und schreibt mir viele Kommentare rein, wie ihr das jetzt im Moment so alles seht hier. Ne? In diesem Sinne, bleibt mir weiterhin gewogen, euer Smeloni.